Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Altes Live, den Arma 3 Mod. Unsere Rucksäcke sind voll mit ungeschliffenen Diamanten, unsere Hemmets sind voll. Ja, Mohammed, dann geht's los zum Diamantenverarbeiten, was? Ja, würde ich nicht sagen. Machen wir uns auf den Weg. Ja. Hier stottert wieder jemand. Na? Der will gerade ins Auto einsteigen. Das war wieder Side-Channel. Der blaue Chat ist der Side-Channel. Kann man das irgendwie deaktivieren? Nee. Schade. So, auf geht's auf Offroad. Yay. Ist der Hammett vom Handling noch besser als meiner oder ist der gleich? Ich würde sagen, nicht gleich. Aber ich frage mich, wie der mit dem Container ist. Das war ein so großer Stein. Hier gegen das Boot bin ich heute auch schon gefahren. Das bremst einen Hammett ab. Hab gehofft, man hat's nicht Nee, da gesehen. hab ich schon nicht aufgenommen. Der schönen Küste entlang. Ach, das sieht schon toll aus. Das ist nur sehr lahm, der Hammett. Drückst du Alt? Nope. Sorry, Shift. Ich komme auf 62, 63 km/h rum. Ja, ich auch. Oh, leck, leck. Gut, weiter. Die Innenansicht. So Leute, so sieht's aus, wenn wir ohne Nachtsicht fahren und nur mit Licht. Man sieht rein gar nichts. Licht sollte man zwar eigentlich anlassen, aber wir haben Angst, überfallen zu werden. Dann zahlen wir doch lieber ein Bußgeld, weil wir ohne Licht fahren und Offroad, als überfallen zu werden. Kommt Sehr günstiger. günstig. Aber die Route, die der Ene uns gestern empfohlen hatte, ist nicht schlecht. Ja, geht auch ziemlich schnell, Ja, finde ich. ich habe noch auf der Karte geguckt, also man bräuchte fast das Doppelte ungefähr, wenn man nur die Straßen benutzt. Da so ein Hemd eh unaufhaltsam ist fast, lohnt sich das mit dem. Ja, würde Im ich auch Offroader würde ich sagen. es mir jetzt nie unbedingt getrauen, so zu fahren. Das kann sehr gefährlich werden, ja. Die großen Steine sind ziemlich fies. Und vergessen wieder einen Timer zu stellen. Ich glaube, ich nenne das jetzt Let's Fail. Oh, 74 km/h. Yay.
Wärst du schneller als ich? Ja, es war eine gerade Strecke auf der Straße. Jetzt bin ich schon noch bei 62. 61. Und Lag. Ist das bei dir auch gerade so schlimm? Nee, aber vorhin war. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass irgendjemand in der Nähe ist. Das wäre fatal. Trampeln durchs Gemüse, wir trampeln durch die Saat. Hurra, wir verblöden, für uns bezahlt der Staat. Hört sich nach Armee an. Wir könnten ja ein schönes Lied einstimmen. Und die Fenster im Schulbus gehen auf und zu, auf und zu, auf und zu. Und die Fenster im Schulbus gehen auf und zu, auf und zu, auf und zu. Noch nie gehört. Aber hört sich nach einem Oscar oder Grammy oder so. Keine Ahnung. Mit dem solltest du mal bei World, nein, wie heißt das? European Song Contest mitmachen. Oh Gott. Du würdest gewinnen. Und das sowieso. Davon bin ich überzeugt. Kann bei dir tanken? Sobald ich bei dir in der Nähe bin, habe ich so ein Benzinkanister-Symbol. Funktioniert's? Was auftanken bei Hammett Treibstoff? Tatsache, das funktioniert. Das ist ja mal geil. Gut zu wissen. Mich hat das vorhin schon mal irritiert, dachte ich mir, Mensch, was war denn das? Das wusste ich auch noch nicht. Einfach so oft tanken beim Hammett, das ist schön. Ich frage mich schon, ob das dir dann was vom Treibstoff abzieht. Vielleicht, weil mein Treibstoff ist immer noch fast ganz oben. Ich glaube, der hat ziemlich viel Treibstoff. Wir tausend Berge, wir fahren voller mit tausend Diamanten, die geschliffen werden. Keine Ahnung. Mir fehlt kein Reim mehr ein. Ja, mir ist auf die Schnelle auch nichts. So, jetzt sind wir beim Händler. Oh, schon. Schalte mal Licht an. Oh ja, das wäre jetzt ein taktischer Vorteil. Ich habe ja ab und zu mal ein paar Lags. Spielst du auf Ultra? Könnte ich rein theoretisch, habe ich auch schon gemacht, aber dann dachte ich mir, naja, wenn ein voller Server da ist, stellst du das alles mal so ein bisschen runter auf hoch und für den Fall der Fälle, dass ich Lags bekomme, aber jetzt so plötzlich schon wieder so ein paar Lags, also das ist schon irritierend.
Ja gut, es ist momentan auch Nacht mit den ganzen Lichteffekten und allem. Gut, mein Rechner ist jetzt zwar nicht mehr der neueste, aber sowas wie Arma 3 auf der höchsten Auflösung und so weiter, alles auf Ultra, macht der Dicke mit. Meiner leider nicht. Mein PC ist 7 Jahre alt. Ich habe noch einen Q955 drin. Prozessor. Gar nicht. Quad-Core von 2,8 auf 3,8 getaktet, also übertaktet. Es geht, aber ich glaube, ich muss mir schon mal irgendwann noch einen neuen PC kaufen. Oder zumindest Prozessor. Ja, wenn ich das machen würde, bräuchte ich auf jeden Fall ein neues Mainboard. Weil die ganz neuen Grafikkarten kriege ich bei mir nicht drauf. Ja, ich auch. Diese Express 3.0 oder wie die heißen. So, wenn ich da ein neues Mainboard hätte, bräuchte ich ja natürlich auch einen neuen Arbeitsspeicher. Den DDR3 genau. Oder DDR4 oder was jetzt draußen ist, bin ich mir jetzt unsicher. DDR3. Ja, den bräuchte ich ja dann auch neu und wahrscheinlich dann auch einen neuen Prozessor. Und gut, ich liebäugel zwar schon mit so einem i7 von Intel. Momentan habe ich ja einen AMD Phenom X2, so wie der hieß. Also ich habe einen 4-Kern-Prozessor momentan. Ja, so ein i7 reizt schon mehr. Ja, ich hatte bis jetzt nur immer Intel, aber AMD ist glaube ich auch schon auch. Ja gut. Schon, aber Intel ist besser. Aber ich bin auch mit einem i7 am liebäugeln. Mit dem i7, glaube ich 4790K. Der ist ziemlich neu. Und auf dem L50er Board. Das kostet nicht so viel wie das 2011er. Und dementsprechend kommt es ein bisschen günstiger. Und trotzdem mehr Leistung. Naja, bis ich mir einen neuen PC zugelegt habe, habe ich bestimmt, weiß ich, wie viele Let's Plays schon gemacht. Nebenbei irgendwas angespart oder so. Ja, und Arma, ich finde Arma ist das schlimmste Spiel, was die Grafik anbelangt. Sonst kann ich jedes Spiel auf voller Grafik spielen, nur Arma nicht. Was, ich hab mit Arma halt keine Probleme. Also, kennst du Crysis? Den ersten jo. Teil? Ja, den habe ich auch den gespielt. Den zocke ich auf Ultra, also alles aufs Höchste. Ohne Probleme. Ja, ich glaube, beim dritten Teil haben manche PCs ein bisschen Probleme oder manche Grafikkarten. Der dritte Teil, der, weiß nicht, von dem kann ich nicht sagen, den habe ich noch nie gespielt. Crysis 2 habe ich da. Ja. Na gut, grafisch sieht es vielleicht etwas besser aus, aber das kommt mit der Grafik vom ersten Teil meiner Meinung nach nie ran. Die Grafik im ersten Teil, die war ja, immer noch am besten. Ich finde auch die Story vom ersten Teil besser. Das stimmt. Die hatten ja für Crysis 2 ja extra einen Romanautor geholt. Ne? Okay. Das hat ich nachgelesen und ja, irgendwie, ich weiß nicht. Die Aliens, die dort sind, die, weiß nicht, die haben nicht mehr viel mit einem ersten zu tun. Die sehen ja ganz anders aus. Oh, plötzlich, also. Hat mich sehr enttäuscht. Ja, ich glaube. Ich hab's nur mal angespielt und fand dann, ja, das 1 war besser. Das 3 habe ich auch nicht gespielt. Aber das mit dem Buch, also mit den Romanautoren, finde ich krass eigentlich. Ja, das hätte ja eigentlich gut werden können. Als ich das gelesen habe, habe ich mich schon gefreut. Aber was die da fabriziert haben, das hat mich sehr enttäuscht.
Da hätte ich von Crytek mehr erwartet. Ah ja, es kann ja hoffentlich nur besser werden. Hoffen wir es. Ich habe noch nie einen Trailer von 3 gesehen, muss ich mal gucken. Vielleicht lohnt es sich ja wieder. Ein Kumpel von mir hat. Aber so richtig mit Crysis 3 habe ich mich auch nie beschäftigt, weil die 2, die gefiel mir dann nicht mehr so wirklich, obwohl ich die auch gerne gesuchtet hatte im Multiplayer, aber. Okay, das war doch keine 6, das waren 5. Noch 67 ungeschliffene. Puh, ich habe glaube ich noch über 150. Cool. Geht ein bisschen lange, aber wenn es klappt, ziemlich viel lang. Stimmt so 750.000 für jeden. Das könnte gut möglich sein. Und es ist erst 2 Uhr morgens. So können wir wenigstens noch den Schutz der Dunkelheit nutzen und die Diamanten dann verkaufen. Hat schon was Positives die Nacht. Und wir sind schon wieder bei 13 Minuten. Geht ja richtig schnell hier. Ja, das stimmt. Also die Zeit. Bis jetzt sehe ich zum Glück noch keinen in der Nähe. Was hältst du davon, wenn wir dann mal gucken, irgendwie Holz zu formen oder so? Können wir mal anschauen, ja. Erstmal zumindest gucken, was die Lizenz kostet. Dass wir da vielleicht mal gucken, ob wir da mehr Geld rausscheffeln können. Ich glaube, das ist in der Nähe von Kavala. Eisen, Kupfer, Glashändler, Pfirsich, Drogen. Holzhändler haben wir hier. Aber nur den Händler. Hier haben wir das Sägewerk. Ich schätze mal, dort müssten wir es dann umwandeln. Dort wird es wahrscheinlich dann auch die Lizenz geben. Aber wo? Wo holt man dann Holz? Ist alles recht in der Nähe. Sägewerk und Holzhändler. Sandverarbeitung. Die Sandmine, Ölfeld. Es wäre zumindest mal interessant zu wissen, ob man da vielleicht doch viel Geld macht, was ich gehört habe. Ach, hier unten. Ui, das ist ein weiter Weg.
Müssen wir direkt zum Wald fahren. Ah, unten auf der Halbinsel, ja. Das ist ein weiter Weg. So, jetzt hab ich nur noch 250 Diamanten im LKW. Dann helfe ich dir gleich mal mit beim Verarbeiten oder bist du schon fertig? Ich habe noch 44. Im LKW. Oh, wir sind bei 16 Minuten. Möchtest du mal wieder abmoderieren? Cut machen. Jo. Okay, Leute, das war's. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, lasst einen Kommentar. Einen Kommentar. Für Verbesserungsvorschläge oder. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.